So, hallo und herzlich willkommen zu der wahrscheinlich letzten Aufnahme, wie ich bereits angekündigt habe, von Sky Factory. Wir werden wahrscheinlich so eine Stunde noch hier auf Sky Factory spielen und dann wird das Projekt auch beendet werden. Ziehen wir jetzt mich mal ein bisschen näher ran, sonst bin ich vielleicht zu leise. Gut, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Was genau wir machen möchten, muss ich mal gucken, ein bisschen die Inselferne aufräumen. Hier haben wir letztes Mal stehen geblieben. Ich habe mal gerade in den Advancements geguckt. Es gibt hier nämlich so eine Maschine. Die kann man nämlich Eis und Schnee machen. Und Schnee brauchten wir für die Enderperlen, glaube ich. Wenn wir uns die machen wollten. Genau hier Schnee. Hätten wir dafür gebraucht. Aber allgemein haben wir unsere Insel ja doch schon ein bisschen aufgeräumt. Zwar nicht perfekt, aber immerhin etwas. Gut, bevor ich weiter rumlaufe, kann die Lava ja mal mitnehmen. Zweimal Wasser leere ich aus. Kann ich kurz in unsere Maschine hinpacken. Gut, jetzt kann ich die Lava wieder mitnehmen. Da noch einmal oder hier. Da hier noch einmal. So, es müsste alles an Lava gewesen sein. Genau. Die geht jetzt weg. Dann gucken wir mal kurz hier hinten. Ich nehme mal kurz ein bisschen Knochenmehl. Das sollten wir bestimmt noch haben. So, es ist ja Bohnenmehl. So, haben wir noch ein bisschen. Man fährt aber kurz ordentlich. Alles ausgewachsen, einmal kurz. Soll ja schön sein. Wenn es ja nicht mehr gebrauchen, das Essen hier. Dann werden wir das Projekt beenden. Brauchen wir eigentlich keine Nahrung mehr. Aber das fällt sieht gut aus. Ich wollte mal gucken, Lilipads. Kann noch Lilipads machen. Ja, aus Overworld und Vines. Die habe ich sogar. Und Vines müsste ich doch bestimmt noch haben. Genau, 40 Stück, das reicht. Brauche eh nicht so viel. Machen wir mal 16 Stück. 1, 2, 3, 4. Soll nämlich auch reichen. Kann die mal hinlegen. Könnte man theoretisch auch übers Wasser laufen jetzt. Reicht noch nicht ganz. Einmal müssen wir noch machen. Ich kann nur einfach doch so machen, ne? Wenn ich das Rezept finde. Nochmal 2. Beziehungsweise 8 in dem Fall. 4 hat mir gereicht, aber egal. Gut, das Feld ist fertig. Ich wollte hier auch noch Kies verlegen. Das mache ich auch mal schnell. Gravel. Haben wir noch. Machen wir schon noch ein bisschen Erde. So, wie mache ich das jetzt am besten? Einfach da ansetzen. Die Paxel und macht das ein bisschen weg. Ist egal, ob das Erde ist oder Gras. Wir haben ja genug davon. So, jetzt kann ich ein bisschen Kies nachlegen. Wenn es vielleicht ein bisschen hübscher ist. So, wieder ran. Theoretisch könnte ich die Tiere nochmal vermehren. Uns das was bringt oder ob wir es machen sollten, weiß ich noch nicht. So. Mal hier die beiden. Ups, das wäre nicht, aber egal. Das hier lasse ich mal, weil das ja das Ende ist. Gut, er hätte mir den Weg auch schon mal hübsch gemacht. Ich habe auch keinen Weizen jetzt dabei. Ich habe auch ein bisschen Weizen im Inventar. Können wir ein bisschen vermehren. Vielleicht machen wir auch graue Schafe, wäre auch lustig. Aber ich kann ihn nur mit Seeds vermehren. Da habe ich auch noch welche von. So. Ich will kurz die Eier nehmen, die hier drin liegen. Und ich kann hier nur mit Karotten vermehren. Kann ich euch nicht füttern, dass ihr wieder voll regeneriert werdet. Na gut, ich glaube, euch habe ich alle. Und noch einmal Karotten. Für die Schweinchen hier. Jetzt hier haben wir natürlich noch weitere Tiere. Aber darum haben wir uns jetzt nicht mehr gekümmert. Wo es fällt, ist ordentlich. Diese Dinger möchte ich gerne auch noch wegnehmen. Sieht nämlich komisch aus. Ich schmeiße sowas alles hier rein. Mal so gucken. Ich habe hier auch keinen Platz für so wirklich. Habe ich hier schon Baumstämme drin? Ich glaube nicht. Cottonwood. Einfach so, wenn ich hier so gucke. So, hier muss ein bisschen Holz drin sein. Doch, da ist Oakwood. Kann ich hingehen. Leider muss ich die einzeln abbauen. Oder beziehungsweise so aufklicken. Kann ich das nämlich nehmen? Eigentlich doch jetzt hier reinklicken, oder? Dann müsste doch das in den Files sammeln.
Habe ich die Paxel rein. Was habe ich reingelegt? Irgendein Werkzeug. Na, wird wohl nicht so schlimm sein. Ich höre jetzt mit dem halt nochmal. Wie gesagt, ich möchte jetzt die Insel ein bisschen schöner machen. Einmal zum Schluss aufräumen. Dass man sie auch eventuell übergeben könnte, wenn ich sie zum Download stelle. So, einmal jetzt alles reinlegen. Oh. Ich hoffe, dass. Ja, genau, das bleibt da drin. Ja, war es nicht schlimm, dass ich es abgebaut habe. Aber ich muss es kurz rausnehmen. So, jetzt kann ich es wieder hier reinlegen. Jetzt haben wir wieder unendlich viel Holz so gefühlt. Also ich kann auf jeden Fall, wenn wir was bauen möchten, damit bauen. So, Planks habe ich bestimmt auch schon. Dafür wieder das rein. Kobbel müssen wir bestimmt auch schon als Pfeil haben. Würde ich wundern, wenn es nicht so ist. So, alles da rein. Jetzt kommt es weiter mit den anderen Sachen, die wir noch hier haben. Die drei Stacks. Ups, jetzt habe ich die Remote reingelegt. Das war natürlich nicht. Was haben wir hier? Sticks. Es könnte auch sein, dass wir dafür auch schon eine Pfeil haben. So, alles da rein. Alles hier reinlegen. Und dann ist die Insel fast perfekt aufgeräumt. Ich könnte auch hier nochmal hingehen und sagen, ich mache das mal kurz ein bisschen länger. Das ist länger, auf jeden Fall ein bisschen dicker. Hier wollte ich auch noch Zäune hinklatschen. Mach's mal so, hier kann ich noch ein paar Zäune hinsetzen. Sieht komisch aus, ich mache hier mal Erde rein. Dirt geht ja auch. So. Sieht das wenigstens einheitlich aus. Ich überlege gerade, wenn ich hier zu machen würde. Na komm, das kann ich rauslassen. Das muss aber schön aussehen. Hier ist auch bestimmt, haben wir noch ein paar Fences. Ein paar fancy Fences. Ne, ich habe keine Zäune mehr. Aber ich habe jetzt genug Material, ich kann mir ein paar machen. Das selbst behalte ich mal. Gut, hier geht es jetzt zur Farm. Mir nicht Unterfall. Frisch kann ich jetzt noch hier so einen Rahmen ziehen. Ich mache hier auch nochmal einen Zaun hin. Das ist eine Monsterfalle. Was sind das eigentlich für Zäune hier? Zwar übereinander, das ist bestimmt so wie die Tür da hinten. Was Großes. So, ich mache die Insel ein bisschen sicherer, damit ich hier vielleicht nicht runterfalle. Ausgeleuchtet ist ja soweit alles. Was uns da runtergefallen hat, da hat vielleicht gerade ein Schaf das Gras gefressen. Waren das die Texturen dann? Wahrscheinlich. So, wir haben ja genug Holz, also kann ich mir auch ein bisschen was erlauben. Mach hier mal zu. Ja, die Monsterfalle ist jetzt nicht ganz so hübsch geworden. Wenn ich Monster Spawn hätte, könnte ich das auch anders machen. Vielleicht schaffen wir es auch noch, Monster Spawner zu bauen. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wie es ging. Hier ist der Monster Spawner. Könnte man fast herstellen. Ich nehme zurück, wir können das noch nicht herstellen. Aber gut. So, hier nochmal ein bisschen. Wir wollten auch in unseren Geräteschuppen hier bauen. Gut, den Marktplatz brauche ich gerade nicht mehr. Den nehme ich halt weg. Das wächst vor sich hin. Holz ist noch da. Aber der arbeitet nicht, weil er nämlich voll ist. Bedeutet, ich brauche einmal noch mal ein Bucket. Ich habe kein Bucket mehr. Dann nehme ich mal so einen hier. Obwohl, ich könnte auch mit einem Dia-Bucket arbeiten. Sehe ich den gerade? Hier ist Kobalt. Aber das funktioniert, glaube ich, so ähnlich, oder? Wenn ich hier reinklicke. Doch, er packt sogar alles auf einmal rein. Das ist ja viel praktischer. Setze ich jetzt hier rein. Ach, der ist voll. Jetzt braucht er wieder Wasser. Das hat damit ja noch nicht funktioniert. Der hat irgendwie Wasser nicht abgegeben. Eigentlich soll er ja was abgeben. Es kann sein, dass ich vielleicht auch ein paar Pipes wieder brauche. Was sind andere Pipes? Und zwar keine Power, sondern Liquid oder Fluid. Die hier. Probier es einfach mal. Muss da ran. So. Eigentlich sage ich jetzt, hier vorne soll er raus. Hinten rein. Theoretisch wäre es aktiviert. Warum das jetzt nicht läuft, wahrscheinlich, weil es noch nicht fertig ist.
Vielleicht muss ich nach unten ran. Ich kann es auch anders machen. Kann ich den eigentlich nehmen? Nee, raufsetzen kann ich ihn nicht. Das bringt auch nichts. Ich habe ja hier den Fluid Pipe. Bedeutet, ich kann ja die Flüssigkeit nicht transportieren. Vielleicht muss ich ihn unten ransetzen, das kann natürlich auch sein. So, der hat ja trotzdem Wasser gespeichert. Was ist das denn für eine Seite hier? Das ist die Front, glaube ich, stand da gerade. Kann ich nicht mehr sehen. So, ich probiere einfach mal was aus. Ich muss nämlich hier runter dann. Nee, außer transportiert er keine Flüssigkeiten. Signal braucht er auch nicht. Jetzt habe ich ihn angehalten. Also er verbindet sich auf jeden Fall. Aber es sieht so aus, als ob es hier nicht reingehen würde. Vielleicht stört ihn das hier auch. Aber ich denke ja mal nicht. Ne, hier fließt nichts vorbei. Na gut, dann geht es so eben nicht. Hätte ja klappen können. Tut es aber nicht. So, der Eimer ist voll. Kann ich den nehmen? Das bringt ja nichts, wenn ich ihn raufsetze. Braucht ja Wasser eigentlich. Okay, dann weiß ich hier echt nicht weiter. Im Forum habe ich auch nichts gefunden, oder allgemein im Internet habe ich nichts dazu gefunden, wie man sowas machen kann, dass sie das automatisiert. Gut, das Ding hat ja auch gearbeitet für uns. Was ist hier noch? Die Netherrack Acorns. Ich nehme die mal mit. Habe ich vielleicht hier schon Platz dafür? Schmeiß erstmal hier rein. Ne, dafür habe ich noch keine Pfeile angelegt. Habe ich hier irgendwo Platz in der Truhe? Hier ist noch ein bisschen Platz. Schmeiß alles hier rein. Eigentlich muss ich ja mein Storage-System jetzt einmal komplett fertig machen mit den ganzen Files hier. Filling Cabinet. Das Ding läuft ja auch schon fast über. Ich kann ja mal das ganze Copper nehmen. So, crafte das ja dann theoretisch zusammen. Da werde ich ja in meinen Packager, aber ich kann es auch. Ja, ich kann es so nehmen. Achso, jetzt weiß ich, warum hier Netherrack liegt. Schmeiß ich mal weg, brauche ich eh nicht. So, Copper Ember. Noch mehr davon bitte. Einmal können wir noch. So, jetzt würde er mir das ganze Ember machen, wenn das hier leer wäre. Ich schmeiße es einfach raus. So. Kiste ist auch schon gut gefüllt. Wie ich hier Redstone drin habe, weiß ich nicht. Nehme ich mal raus. Ach, hier war noch LED drin. Oh, hier ist ein bisschen mehr drin. Ich kann schon mal Körper nachlegen. Das sieht ja vorher aus. Wenn ich noch ein bisschen Kohle hätte, könnte ich noch schnell Stahl machen. Brauche ich jetzt aber, glaube ich, gerade nicht. Na gut. So, wir wollten ja gucken, ob wir ein bisschen Schnee machen können. Wobei, ich weiß gar nicht, wozu ich noch die ganzen Enderperlen brauche. Ich wollte eigentlich nur jetzt nochmal die Insel ein bisschen am hübsch machen. Ich habe nämlich so viele Kisten hier, das ist nicht so schön. Ich könnte die eigentlich nehmen. Einfach mal ins Haus setzen, dann ist es eben nicht so perfekt. Dann mache ich das jetzt nicht ordentlich, nur etwas. Für mein Haus ist es gar nicht schlecht geworden. Kann ich die Kisten eigentlich nebeneinander setzen? Ich weiß es nicht, bei den Grünen bin ich mir unsicher. Ich glaube, das funktioniert nicht. So, die nächste Kiste. Wäre natürlich auch schön langsam, wenn die Kiste so schwer und voll ist. Doch, die kann ich sogar nebeneinander setzen. Dann zieht die mal hier hin. Die kommt mal dahin. So, was brauche ich denn für diese Dinger? Wie hießen die? Das waren Storage Link Cable. Storage Link Cable habe ich. Ich mache nochmal ein paar mehr, brauche ich glaube ich gar nicht. Muss gucken, dass alles angeschlossen ist. Nehmen wir das mehr raus. Ich weiß, es sieht nicht schön aus. Das war eben mein Problem.
Das habe ich hier so im Maschinenraum machen wollte. Kann ich natürlich auch machen, bevor ich jetzt hier alles umbaue. Komm, wisst ihr was, ich mache das schnell. So ein kleiner Maschinenraum. Dafür habe ich auch die ganzen Sachen hier gemacht. Den ganzen Clay. Dann werde ich den jetzt auch benutzen.